Schritt 1 ist, sich stets mit dem Licht zu verbinden. Ich kann das nicht genug betonen. Ich denke an den kurzen Merksatz, sei immer verbunden. Denn du wirst nicht die gleiche Angst fühlen, wenn du verbunden bist mit einem erweiterten Zustand. Stell dir vor, dass Licht von oben in deinen Körper strömt und stell dir vor, dass Licht von unten in dich strömt und du strahlst es aus wie eine große Sonne. Also der Grund, warum wir alle Ströme öffnen möchten. Du bist ein unendliches Wesen und du fließt nicht nur in eine Richtung, oder? Du fließt von und in jede Richtung. Du absorbierst Licht von überall und strahlst es dann wieder aus. Deine Energie gibt und nimmt zur gleichen Zeit. Das ist der erste Schritt. Schritt 2. Stelle eine Frage. Und die Frage kann sein, ich habe dieses Gefühl. Wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Welche Emotion ist damit verbunden? Manchmal bekommst du keine Antwort und das ist in Ordnung. Wir versuchen nur, es so zu kennzeichnen, dass wir es finden können. Es geht wirklich nur um unsere Fähigkeit. Wir wollen es eingrenzen. Stelle also eine Frage. Wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Von wem habe ich es mir abgeschaut? Welche Emotion habe ich gefühlt? Wo ist es? In, an oder um meinen Körper? Wenn du es erkennst, bringst du das Licht? Stell dir einfach Licht vor, das in diesen Teil deines Körpers strömt. Du sagst einfach, ich beseitige und verwandle es. Du stellst eigentlich nur die Absicht auf. Hey, das muss jetzt von hier verschwinden. Schritt 4 ist, das Licht, mit dem wir verbunden sind, das eigentlich dein unendliches Ich ist. Dein unendliches Ich kann etwas entscheiden und es verändern, okay? Wenn du diese höhere Energie einbringen willst, diese höhere Vibration, die Liebe und das Mitgefühl und die Heilung und wie auch immer du es nennen willst, Gott, wenn du diese Energie einbringst, dann werden die Fesseln dieser alten Geschichten zerstört. Der 5. Schritt ist, etwas Positives zu verwenden. Sagen wir einfach, die Auffassung war, dass ich mich nicht unterstützt gefühlt habe. Dann mache ich einen 5. Schritt. Was würde es kosten? Was würde es mich kosten, dass ich mich vollständig und komplett unterstützt fühle? Als wäre das meine Auffassung. Ich bemerke das manchmal, wenn Menschen, das ist meine eigene Sache, die Energie so vieler Menschen zu sehen. Wenn Menschen manchmal die Aussage, ich bin, sagen, wie, ich bin stark, ich bin das, ich bin was auch immer, dann glauben sie es nicht immer, oder? Ich frage gerne, was es bräuchte. Was bräuchte es, damit ich eine Idee habe, die eine Million Dollar wert ist? Wenn ich sage, was bräuchte es, dann weite ich meine Energie ins Universum aus für unendliche Möglichkeiten, die sich mir eröffnen. Wenn ich also frage, was es bräuchte, damit ich mich unterstützt fühle, ich sage, Universum, bitte, zeig mir 20.000 unterschiedliche Möglichkeiten, damit ich mich noch heute unterstützt fühle. Es gibt also keine Einschränkung bei, was bräuchte es. Du fragst einfach, du wirfst es in den Raum von diesem coolen, positiven Ort und du lässt es wieder in deine Welt. Was ist etwas, das du loswerden möchtest in deinem Leben? Was ist ein Hindernis? Geld, Liebe? Geld ist ein Hindernis. Geld ist ein Hindernis. Okay, was ist das normale Muster? Gibst du zu viel Geld aus? Verdienst du nicht genug? Kreditkartenschulden? Wie, wo ist? Ich habe ein Ziel. Ich erreiche das Ziel und dann erscheint es noch immer nicht genug. Fühlst du, dass du nicht gut genug bist? Willst du das sagen oder meinst du, dass es nicht genug ist? Ja, das kommt mir bekannt vor. Okay. Schließe deine Augen für eine Minute. Du kannst entspannen und bei dir ankommen. Denke einfach daran, dich mit dem Licht zu verbinden. Nimm das Licht von oben und unten auf. Weite deine Energie aus. Wann hast du das erste Mal gefühlt, dass du nicht gut genug bist? Okay. Als ich 6 Jahre alt war. Okay. Kam diese Energie von deiner Mutter, von deinem Vater, deine eigene Energie? Von Papa. Okay. Was ist die wichtigste Emotion, die du fühlst, wenn du denkst, du wärst nicht gut genug? Die Energie, die ich dabei fühle, ist... Wie Emotion. Oh, ich fühle mich traurig. Ich habe Angst,
dass ich das nie schaffe. Ich fühle mich schlecht. Okay. An welcher Stelle deines Körpers spürst du dieses Gefühl? Hier. Okay. Also bündle deine Energie an der Stelle. Das bedeutet, dass es viele Gedanken gibt, die da verwurzelt sind, Geschichten, die du da abgespeichert hast. Wenn wir Dinge nicht löschen, speichern wir sie normalerweise in unseren Körpern. Also nimm viel Licht von oben und unten auf und denke einfach, ich werde das beseitigen und verwandeln über die Zeiten, Dimensionen, Raum und Realität hinweg. Ich werde das beseitigen und verwandeln über die Zeiten, Dimensionen, Raum und Realität hinweg. Ich bin nicht sicher, ob wir uns dessen bewusst sind, deshalb sage ich es noch einmal, ein Teil dieser Energie ist auch in deinen Herzen verwurzelt. Kannst du das spüren? Das muss es also normalerweise, dass es an einer Stelle anfängt und sich dann zu anderen Stellen ausweitet. Du folgst dem. Bringe also etwas Licht in dein Herz. Beseitige und verwandle das über alle Zeiten, Dimensionen, Raum und Realität hinweg. Beseitige und verwandle es. Dimensionen, Raum und Realität hinweg. Und dann bring weiter Licht ein, bis du merkst, dass es nicht wirklich da ist. Mach langsam weiter und öffne deine Augen. Jetzt möchte ich, dass du nochmal einen Zwischenfall denkst. Denke daran, dass du nicht gut genug warst, als du 6 warst. Fühlt es sich anders an, wenn du jetzt daran denkst? Es fühlt sich wie ein Film an. Du siehst also, wenn es nicht in deinem System ist, ist es nur neutral. Es ist woanders. Denke jetzt an das Muster, über das du vorhin gesprochen hast, dass du nicht genug bist. Ich sehe seine Energie. Es ist schwer für dich, diese Energie zu greifen. Es scheint schwieriger. Richtig. Ja, er findet seine Probleme nicht mehr. Du denkst, richtig. Was ist mein Problem? Ich habe keins. Danke, Acer.